Hier haben wir unsere Version von der Reverse Fly Maschine. Und in diesem Fall, die Besonderheit von dieser Maschine ist, dass wir können unterschiedliche Rotationen der Schulter benutzen während der Bewegung. Das bedeutet mehr oder weniger Beteiligung von Schultern, Rücken und Oberarmmuskulatur und deswegen mehr oder weniger Training von die Teile, die du eigentlich am meisten trainieren willst. Wir starten von einer leicht angehockten Position, Hände bei Schulternhöhe und aufgerichtete Position. Wir ziehen beide Hände nach außen und hinten und achten, dass die Bewegung nur mit den Schultern gemacht wird. Mit dieser Variante arbeiten wir die ganze Schulter mit Schwerpunkt auf der Rückseite. Mit diesem Griff arbeiten wir Rücken und hintere Schulter. In diesem Fall arbeiten wir Rücken und Schultern gleichmäßig mit Schwerpunkt auf die hintere Deltoide.